Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti, mitten aus dem Training. Und heute zeige ich euch mal eine Übung, die man relativ selten sieht, Beschreibungen davon relativ selten sieht, die auch einen gewissen Oldschool-Charakter hat, aber wieder in Mode gekommen ist in den letzten 2-3 Jahren und die man jetzt wieder öfters sieht. Ich habe nur den einen englischen Namen gefunden, deswegen alle Puristen da draußen, die ein Feind der Anglizismen sind, man möge es mir verzeihen. Es ist die Lateral Raise Maschine. Ich glaube, so heißt sie. Ich nenne sie ganz gerne die Eisenbiegermaschine, weil es immer so aussieht, als würde jemand, so wie früher im Zirkus, Eisenstange verbiegen. Und das ist diese schöne Maschine. Ihr habt das Schmuckstück sicherlich schon ein paar Mal gesehen. Es gibt entweder die Plate-Loaded-Version, die ich jetzt zeigen werde, oder eben, na, nicht Plate-Loaded, die Steckversion. So, ihr seht, ich bin mitten im Training. Oder eben Plate-Loaded, die haben wir auch hier. Brauche ich aber gar nicht. Hier kann ich das ganze Steckgewicht nehmen und je nachdem, wie man die Übung ausführt, kann man damit auch schon zur Grenze kommen. Ich habe diese Übung wiederentdeckt durch Kevin Gebhardt, weil er die mal gemacht hat und wir haben sie einfach mal so ein bisschen, ja, uns daran ertestet und einen enormen Brustpump gehabt. Unglaublich, das macht diese Maschine. Man kann sie auch für Anteile des Rückens benutzen. Es hat Ähnliches wie bei Überzüge. Es ist so eine Mischung daraus, gerade wenn ihr hier runterkommt und die Oberarme sehr seitlich haltet, ja, hier, dann seid ihr viel im Latissimus drin und könnt auch dementsprechend den mitbenutzen. Aber ansonsten benutze ich sie sehr gerne für die Brust, da ganz besonders die komplette Brust, aber vor allem den unteren Teil in der Spitzenkontraktion. Und das ist auch das große Geheimnis dieser Übung, die Spitzenkontraktion unten. Dafür macht man sie eigentlich. Und ich zeige euch heute mal genau wie. Denn diese Übung kann man sehr variabel gestalten, ähnlich wie Überzüge. Und da gibt es sicherlich einiges zu sagen. Und ich will euch jetzt mal die Variante nennen, die für euch zur Brust, am Brusttag, so ziemlich die beste dafür ist. Und was ihr dazu beachten müsst. So, das Erste, was ihr beachten solltet, wenn ihr das auf die Brust geben wollt, das Maximale für diese Übung, dann müsst ihr möglichst weit euch nach hinten setzen, damit ihr hier vorne mehr Raum habt, um mit dem Ellbogen nach vorne zu kommen. Der Ellbogen ist also nicht seitlich am Körper, sondern möglichst weit vorne. Und was ihr auch noch macht, ihr beugt euch ein wenig ein, ihr macht einen leichten Rundrücken. Heißt also nicht wie sonst, Rücken gerade oder ins Hohlkreuz, sondern ihr geht leicht in den Rundrücken, sodass, wenn ihr hier unten reinkommt, seht ihr schon, dass die Brust hier maximal zu spüren ist. Und die Schultern lasst ihr dabei unten und ja, hinten. Das geht. Ihr müsst nicht mit den Schultern nach vorne kommen. Ihr könnt auch einen Rundrücken machen und die Schultern trotzdem hinten lassen, aber die Ellbogen nach vorne nehmen. Und weil es so schön ist, zeige ich euch das nochmal von der Seite. Das heißt, ihr setzt euch nach hinten, macht einen leichten Buckel, macht das quasi gleich nicht hier, sondern die Ellbogen nach vorne. Und dann fangt ihr hier oben an und geht hier runter. Und genau da seht ihr auch schon, die Ellbogen sind vorne. Wie ihr es nicht machen sollt, ist quasi die stramme Version hier. Sondern ihr geht hier nach vorne und drückt das unten zusammen, bis sich die Hände berühren und kommt dann wieder nach oben. Ihr seid oben und kommt hier unten zusammen. Ihr spürt es richtig krass in der unteren Brust. Und wieder. Uff. Denkt auch immer, mit der Schulter runterzukommen. Die Schulter bleibt nicht irgendwo hier oben, sondern die kommt hier runter und ihr müsst in dieser Ausgangsposition landen. Ich werde euch gleich meinen Arbeitssatz daran vorführen, weil ich es jetzt gerade im Training mache. Und dann erzähle ich euch ein bisschen was zu den Vorteilen bei dieser Übung, beziehungsweise warum wir die überhaupt machen sollten. So, ihr seht, ich habe sie gerade recht schwer gemacht. Typisch umgekehrte Pyramide, wie ich immer trainiere. Jetzt gehe ich mit dem Gewicht hoch. Tendenziell ist das eine Übung, die ihr vielleicht eher am Ende des Trainings, in der zweiten Hälfte zumindest, machen solltet. Das ist nämlich eine Ausquetsch- und Auspowerübung. Ich habe euch jetzt vorgemacht, wie ich es nicht unbedingt empfehlen würde. Sondern versucht mal ein Gewicht zu wählen, bei dem ihr schon anfangt mit dem untersten 8-Wiederholungsbereich, sodass ihr sie noch sauber machen könnt. Ich habe mich hier beim Gewicht ein bisschen verschätzt.
Das heißt, als nächstes versuche ich mindestens 20 Kilo runterzugehen und da mehr Gefühl reinzubringen. Denn das ist wirklich zum sauberen Ausquetschen. Hier unten sollt ihr zusammenkommen, kurz vielleicht da halten, richtig die Brust kontrahieren. Ihr werdet nie die Brust besser spüren als bei dieser Übung. Vor allem, wenn ihr euch ein bisschen nach vorne beugt. Mehr Brust könnt ihr nicht rausholen. Und dann wieder nach oben kommen. Und hier kommt schon einer der tollen Vorteile dieser Übung. Ihr kriegt einen, ja, vorsichtig ausgedrückt, Bruststretch rein. Den kriegt ihr natürlich überall bei allen fliegenden Bewegungen, wenn ihr weit ausholt. Und das ist auch eher sogar ein Stretch als hier. Hier zieht ihr den Brustmuskel allerdings schön lang. Ihr dehnt nicht so richtig die Schulter mit, denn sobald ihr hier nach hinten kommt, dehnt ihr, geht die Dehnung auch über den vorderen Delta, über die Schulter. Das passiert nicht, wenn ihr hier hochkommt. Aber wie ihr seht, der Brustmuskel zieht sich richtig schön lang. Und das ist hier ein kleiner Vorteil. Jetzt ist das kein evaluierter Vorteil. Ich kann nicht sagen, ob das wirklich zum Wachstum beiträgt oder nicht. Dennoch ist es etwas, was ihr so ziemlich nie bei einer anderen Übung habt. Und deswegen bringe ich es ganz gerne rein. Ihr kommt also von hier oben, von diesem wirklich langgezogenen Brustmuskel, hier unten rein in eine Spitzenkontraktion, die so eng ist, wie ihr sie kaum habt. Beim Cable Cross, kennt ihr zwischen den Kabeln, da kommt ihr teilweise, geht man da über Kreuz. Da kommt man noch so weit zusammen. Aber hier ist man so weit unten, dass wirklich der Arm direkt an der Brust ist und es geht wunderschön auf den unteren Brustteil. Und das ist ordentlich zum Ausquetschen. So, jetzt mache ich noch mal einen richtigen Satz, wie er sich gehört. Immer noch hart, fühlt sich aber schon viel besser an und es kommt echt richtig krass Blut rein. Also wer da nicht den Brustpump seines Lebens hat, da weiß ich auch nicht. Probiert's mal aus. Von der Bewegung ist die so anders als alle anderen Brustübungen, dass alleine schon dafür es sich lohnt, diese aufzunehmen. Und hier auch, ihr dürft es nicht bewerten, als ist die jetzt besser als Bankdrücken, Fliegen, sonst was. Oft ist es nicht eine Konkurrenz zueinander, sondern die ergänzen sich. Ein komplettes Brusttraining ist ein Training, das möglichst verschiedene Anteile drin hat. Wenn ihr eine Königsdisziplin wie Bankdrücken drin habt, eine Drückbewegung, eine Grundbewegung mit viel Gewicht, dann ist das gut. Dann ist aber auch wieder gut, wenn ihr bei einer Übung wenig auf das Gewicht achtet und viel auf die korrekte Ausführung. Und das ist kein Widerspruch. Ich wurde vor kurzem schon mal gefragt, hey, bei dem einen sagst du, damit kann ich das besser isolieren, die Bewegung, und sauberer ausführen und ich kann nicht abfälschen. Bei der anderen Übung fälschst du gerne ab. Klar, weil es eben unterschiedliche Übungen sind. Mit unterschiedlichen Bewegungen und unterschiedlichen Stärken, die ich auch unterschiedlich ausführen kann. Dann habt ihr eine Isolationsübung dabei, wo ihr richtig schön in eine fliegende Bewegung geht. Butterfly, fliegende am Kabel, fliegende mit Kurzhanteln. Also etwas ist möglich. Und hier habt ihr diese seltsame Drehbewegung drin. Und das ist einfach etwas Komplementäres, etwas völlig anderes. Und deswegen würde ich es mal mit aufnehmen. Macht es in der zweiten Hälfte, gerne als dritte oder als vierte Übung, wenn es sein muss. Denkt dran, ihr solltet nicht mehr als 10-12 Sätze für die Brust machen. Grundsätzlich nicht, erst recht nicht, wenn ihr immer noch zu denen da draußen gehört, die zweimal die Woche trainieren. Schaut mal, wo ihr diese Maschine findet. Die kann man leider nicht mit Kurzhanteln, Kabeln gut nachmachen, weil diese Drehbewegung da drin ist. Eine, die man mal nicht ersetzen kann. Also wer die Maschine nicht findet, da tut es mir leid. Da kann man da auch recht wenig mit anderen Übungen kompensieren. Nun ja, wie immer, wem das gefallen hat, Daumen hoch. Schaut euch mal die anderen Videos auf dem Kanal an. Abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Macht mal ordentlich Getöse in den Kommentaren. Und dann sehen wir uns bald wieder. Macht's gut, euer Gotti.